Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Sendung von Mr. Raw. Ich habe heute einen Gast, der ex aus Sizilien eingereist ist, um uns was ganz Besonderes zu präsentieren, und zwar echtes Olivenöl. Und dazu natürlich entsprechende Oliven und sogar, und jetzt kommt's, in Rohkostqualität. Erstmal schön, dass du da bist, Antonino. Du bist selbst noch ein sehr ursprünglicher Mensch. Du arbeitest selbst noch auf dem Feld. Du kultivierst einen Olivenhain, der von deiner Generation zur nächsten, sag ich mal, vererbt wurde. Und hast auch noch diese ganzen alten Anbautechniken und Verarbeitungstechniken von Olivenöl beibehalten. Heutzutage, damit ihr es wisst, Leute, das hier, was ihr in der Flasche seht, ist echtes, reines Olivenöl. Zwei Drittel allen der Olivenöle, die hier im Supermarkt stehen, sind mit Mineralöl gestreckt. Das heißt, sehr, sehr minderwertige Qualität. Und das schmeckt man natürlich als Laie nicht unbedingt raus, aber diese Öle sind letztendlich auch ranzig. Denn während des Verarbeitungsprozesses kommt Luft da dran, kommt Licht da dran und die Vitamine bleiben dabei größtenteils auf der Strecke. Deswegen würde ich kein Öl aus dem Supermarkt mehr empfehlen und trinke auch selbst kein Öl mehr aus dem Supermarkt, sondern nur von Leuten wie ihm oder Leinöl, das hier wirklich direkt um die Ecke kommt. Aber erzähl mal von deinem Öl. Was macht dein Öl so besonders und wie wird es hergestellt? Also das Öl, das wir herstellen, das ist, wir benutzen keine Maschinen, ne? Weil Maschinen die Oliven kaputt machen würden bei der Ernte und dann oxidieren die Maschinen, und leider ist 80-90% der Olivenöle, die man im Handel oder so kriegt, sind halt mit Maschinen geerntet. Die Bäume werden auch krank, weil es gibt mittlerweile so Rüttelmaschinen, die wie Greifzangen an dem Baumstamm rütteln und so, und dann werden die Wurzeln beschädigt und die Bäume werden krank. Es gibt richtige Epidemien, wo Olivenbäume ganze Gegenden krank sind und gestorben. Bei euch auf Sizilien hast du live erlebt, oder was? In Sizilien jetzt auch erlebe ich Krankheiten an den Bäumen, die auch zum größten Teil davon bedingt sind. Aber in Italien, in Apulia, sind sehr viele Plantagen tot. Da kommen auch Parasiten, auch zum Teil bedingt durch die chemische Düngung und durch die Pestizidversprühung und so. Und also die Olivenbäume werden auch noch gedüngt und chemisch besprüht? Genau. Und das macht mit Aluminiumverbindungen und so. Und dann noch unter Bio, die Bio-Verordnung lässt das auch lässt zu. Lässt das zu. Bis zu bestimmten Grenzwerten dürfen da solche Chemikalien und solche Aluminiumpartikel verarbeitet werden. Und ich kenn mich aus halt mit diesem ganzen Thema. Ich beschäftige mich schon seit über 20 Jahren mit Natur und biologischen Landwirtschaft und Anbau. Wir hatten auch einen Biostempel, wir haben den aber abgemeldet, weil die von uns verlangten, dass wir Aluminiumsplitter verwenden, anstatt die Bäume mit Kalk zu streichen. Was? Ja. Ihr streicht doch die einzelnen Bäume mit Kalk. Ja, was macht das? Das ist Naturkalk und Lehmgemisch, 50-50 so, mit Wasser wird das zu einem Brei gemacht und dann streichen wir die Olivenbäume im Herbst. Ne, das schützt die Bäume vor Frost und Klimaschwankungen. Weil zum Beispiel nachts ist es frostig, tagsüber scheint die Sonne in Sizilien im Herbst. Ne? Und dann entstehen Risse, Frostrisse dann in den, weil der Baum ist noch gefroren, die Rinde, ja. Und dann scheint die Sonne und dann beißt sich das und dann kriegt der Baum so die Rinde, Risse, und dann kommen kleine Parasiten rein, die dann Krankheiten bewirken. Die fressen dann den Baum von innen auf, weil der Baum, die Rinde schützt ja den Baum, verstehst du? Richtig. Und ich bin einer der einzigen, oder letzten in ganz Sizilien, der seine Bäume noch kalken tut, nach alter Tradition und verschiedene, und auch ich dünge meine Bäume auch noch mit Naturdünger, der Pferde- oder Kuhmist von freilebenden örtlichen Tieren. Wow. Ja, und ich fahre den Mist an jeden Baum mit dem Schubkarren. Ich benutze keinen Traktor jetzt, der jetzt überall den Benzin, denn dadurch kommt auch Benzin auf die Oliven, ganz auf die Bäume. Genau. Ja.
Sehr schön. Und wir ernten die halt mit der Hand, ne? Und das ist sehr viel schonender für den Baum und auch ist auch ein gesundheitlicher Aspekt für mich halt. Wenn ich jetzt mit einer Maschine die ganze Zeit so da stehe, dann kriegst du irgendwann in den Rücken, in den Nacken, weil es total unnatürlich ist. Und, aber diese gesunde, natürliche Bewegung jetzt an den Bäumen, mit den Bäumen zu arbeiten und draußen halt, ne? Das ist einfach super für die Gesundheit. Das sieht man auch. Du bist immer noch braun, schön braun. Was heißt immer noch? Letztes Mal warst du im Winter, da warst du auch braun. Du bist eigentlich kontinuierlich draußen in der Sonne. Aber ich glaube, du bist einer der wenigen Menschen, die kein Vitamin D supplementieren müssen, weil du den ganzen Tag draußen bist. Das ist natürlich auch eine richtig harte, echte Arbeit noch, gell? Ja, also ich habe mich jetzt mittlerweile dran gewöhnt. Ich finde es jetzt irgendwie so hart. Aber es ist für jemanden, der es noch nie gemacht hat, es ist schon ein bisschen anstrengend, weil man muss sich auch Geduld haben, man muss sich konzentrieren, wenn man die Oliven mit der Hand von der, oder wenn man auf den Baum klettert. Ne? Also wenn man das den ganzen Tag macht, ist es schon sehr anstrengend auch. Ne? Ich mache es gerne, für mich ist es nicht mehr so anstrengend. Ne? Aber es ist sehr viel Arbeit, ein Liter hochwertiges Olivenöl oder solche Produkte herzustellen. Ja. Und es ist nicht ein Maschinenprodukt. Okay, wie geht es dann weiter, wenn diese Oliven geerntet werden? Wie werden die zu diesem Öl verarbeitet? Wie macht ihr das? Also wir ernten für unser Olivenöl benutzen wir hauptsächlich grüne Oliven, ne? Oder die sind halt noch schon ein bisschen reifer, aber meistens grüne Oliven. Und dann ernten wir die frisch, ne, mit der Hand und dann spätestens nach 2 Tagen, ne, bringen wir sie zur. Dann sammeln wir die Oliven 1-2 Tage, ne, dass wir eine ordentliche Menge zusammen haben, aber maximal 2 Tage. Und dann bringen wir sie zu örtlichen Pressbetrieben. Da gibt's in Sizilien gibt es in jedem kleineren Dorf auch 2, 3, 4 Pressbetriebe, weil da viele Leute Oliven haben und viele Leute Olivenöl. Die machen das aber eher so für den eigenen Gebrauch, weil das so teuer und so aufwendig ist, dass es gar nicht lohnt, das kommerziell zu machen. Genau. Weil die Handelspreise so stark gesunken ist. Genau. Was machen denn die anderen Hersteller mit den Oliven? Wann, welche benutzen die? Wie benutzen die? Was kommt da alles drunter? Also die anderen Hersteller, also wie gesagt, 95% würde ich sagen, oder 99% der Olivenöle wird einfach. Das ist raffiniertes Öl. Also das ist so, die Geschichte ist die. Bei der Olivenherstellung entsteht ein Trester. Das ist der Rest von den Oliven. Ne? Also wenn ich meine Oliven pressen lasse, entsteht dieser Rest. Und dieser Rest von meinen Oliven, von anderen örtlichen Leuten, die diese Oliven ernten und zu Öl verpressen lassen, diese ganzen Reste aus ganz Sizilien werden gesammelt. Also vor Ort werden dann mit LKWs in diese Raffineriefabrik gebracht und daraus entsteht wieder ein Olivenöl. Mm. Das mit Blätter werden noch mit reingemischt, damit die Farbe schön grün ist. Dann wird noch Säurekorrektor angewandt, dass die Säuregehalt nicht nachweisbar ist, dass der zu hoch ist und so. Und deshalb dürfen die das auch dann im Handel verkaufen. Und dieses Öl kriegst du dann hier in Deutschland in den Supermärkten und weltweit in den Supermärkten. Ne? Und das ist dann das super Olivenöl, das extra virgin, super toll. Und die Mafia puncht ja sogar Mineralöl rein, was eigentlich alles für die Kraftfahrzeuge gedacht ist, was mit Öltanker laufen und sonstige Sachen. Die Mafia sind jetzt nicht die sizilianische Mafia, nee. Jetzt unbedingt jetzt, aber es sind jetzt, die Mafia sind diese Lebensmittel. Ganz genau, das sehe ich auch als Mafia. Lebensmittelhersteller und so, die mit denen zusammenarbeiten und die arbeiten ja alle zusammen. Die bringen auch Olivenöl aus Griechenland nach Italien, machen einen italienischen Stempel drauf. Und dann ist das alles, das ist aber alles auch staatlich so organisiert, dass das so laufen kann, damit die wirklich ehrlichen Bauern, die wirklich ein gutes Öl herstellen, nicht mithalten können mit den Preisen. Genau. Weil die Preise sind, wenn man sich bei Supermärkten anguckt, extra virgin Olivenöl sind bei 4, 5, 6 Euro, maximal 8 Euro. Jetzt auch diese Bioöle, da sind Preise jetzt halber Liter 8 Euro. Und das ist einfach, das geht gar nicht. Also was zahle ich bei dir für diese Flasche? Jetzt, das Gute ist, ich bin einer, ich mache immer direkte Geschäfte, das heißt, ich gehe zum Bauern hin, wie er jetzt, und verhandle mit ihm ohne diese ganzen Zwischenhändler. Ihr wisst gar nicht, wie viele Leute dazwischen geschaltet ist, bis das Öl bei euch ankommt. Und jetzt sag mal, was kriege ich, also als Kunde, wenn ich jetzt bei dir kaufe, weil ich werde diese Olivenöl natürlich in meinen Online-Shop aufnehmen, dass ihr höchst qualitatives Olivenöl habt, denn Olivenöl in dieser Qualität hat ein perfektes Omega-3-Verhältnis. Das heißt, es wurde ja immer gesagt, ja, Olivenöl sei nicht so gut wie Leinöl, aber wenn es auf diese Art und Weise fabriziert wird, ist es, hat es mehr Omega-3-Fettsäuren als Omega-6-Fettsäuren. Wusstest du das? Das wusste ich jetzt nicht. Ich kenne die Vergleiche nicht zu anderen Ölen, aber ich weiß, dass Hanföl auch sehr gesund ist, aber wie gesagt, dieses Olivenöl so hergestellt, also es kann nur gesund sein. Was kostet mich diese? Ist ein Liter? Das ist 750 Milliliter. Was kostet der mich als Endverbraucher jetzt, wenn ich den bestelle?
also ich würde sagen, so an die 30 Euro. Ja, das merkt man, das ist hochwertig. Ja. Dann kann ich verstehen, dass es den Kleinbauern schwerfällt. Aber zum Glück, ja. Und es ist halt noch sehr günstig, muss ich ehrlich sagen, 30 Euro ist wirklich günstig. Das weil eigentlich müsste die Flasche 50, 100 Euro kosten. Wie viele Oliven sind da drin? In einer Flasche? In einer Flasche sind jetzt mehr wie 10 Kilo Oliven. Boah. Weil wenn die Oliven grün sind, dann kommen nicht so viel Olivenöl raus. Zum Beispiel in Kalabrien, in Spanien, in Griechenland. Da stellen die Netze unter die Bäume, die ernten die Oliven gar nicht, die machen sich gar nicht die Arbeit, die warten, bis die schwarz sind. Ah, die Oliven. Sind die schlecht so gesehen? Nee, nicht schlecht, aber die Oliven haben einen hohen Säuregehalt. Ah. Die haben auch einen Labortest zu diesem Olivenöl. Ach, wir haben 0,2% Säure vom Labor bestätigt. Was? Wir werden auch noch bei Fresenius einen Labortest machen hier in Deutschland. Ein Rehfabrecher. Achso, diesen Verbrecher. Gut, dann machen wir nicht bei denen. Dann machen wir woanders. Und weißt du, wir werden das auch noch hier in deutschen Laboren auch irgendwo dann analysieren lassen. Es geht um den Säuregehalt, der in dem Öl ist. Weil ein Öl ist bis 0,5% extra vergine. Das heißt, dieses Öl, die hat nur 0,2, es ist mehr als die Hälfte. Aber es ist auch nur extra vergine. Das heißt, wir haben eine doppelt so gute Qualität, verstehst du? Als, aber es gibt keine höhere Stufe. Es gibt einfach nur extra vergine, verstehst du? Und dann wird eine. Und das hier ist wirklich fast Säure. So säurearm, es gibt noch 0,1, aber das ist auch dann wiederum, das kann passieren, dass man dann auch, auch wie mal 0,1. Kannst du auch den Omega-3-Gehalt prüfen lassen? Natürlich, also wenn das Labor das macht. Wir also können alles prüfen. Jetzt macht, das würde mich persönlich sehr interessieren, weil ich habe es von einem Rokas erfahren, der in Griechenland eine eigene Plantage hat und der sagt, der Omega-3-Fans wäre super, weil es mehr Omega-3 als Omega-6 hätte. Können wir gerne machen, ich mache mal noch andere Tests über die Phenole. Genau, und was hat das Olive noch? Phenole, sagtest du? Ja, diese Bitterstoffe halt, die sind sehr wichtig, die bei diesen Massenproduktionen ja nicht mehr gegeben sind, weil die, wie gesagt, diese Oliven schon im reifen Zustand oder Reste pressen, ne? Und da ist fast kein Bitterstoff mehr drin. Ja. Und wenn du die Olive grün, in dem Zustand hier, grüne Oliven zu Olivenöl verarbeitest, dann hast du ein Spitzenprodukt. Du kriegst natürlich nicht so viel Öl raus. Ne? Du kriegst bei 10 Kilo, bei 10 Kilo Oliven kriegst du jetzt halt hier 750 Milliliter ein Liter raus. Und bei schwarzen Oliven kriegst du halt bei 10 Kilo kriegst du dann 3 Liter raus oder 2,5, verstehst du? Und du gehst aber lieber den Weg der höchsten Qualitätsstufe und dafür braucht man auch viel weniger und es hat gesundheitliche Vorteile. Natürlich, weil weniger Säure drin ist. Ganz wenn die Oliven dann reif sind, werden die schwarz. Ne? Viele denken, es gibt grün und schwarz Oliven. Es ist immer, die Olive ist am Anfang grün und nachher wird sie schwarz. Ah, also aus dieser Olive wird, wenn die nicht konserviert werden, wo so eine Olive? Konserviert, genau. Also genau, du hast sie in Salz konserviert? Genau, in Salzwasser. Ja. Und ohne Konservierungsstoffe arbeiten wir und ohne Farbmittel und ohne den ganzen Kram. Wir benutzen alte Rezepte. Das ist ein Salz, Meeressalz oder Steinsalz, Wasserverhältnis, ein angepasstes Wasserverhältnis. Und dann schließen wir mit Olivenöl oben die Oliven ab und da kommt kein Sauerstoff rein. Und so sind sie nicht haltbar. Wir legen die auch in Kräuter ein, ne? Traditionelle Kräuter, das sind Geheimrezepte. Aber alles wilde Kräuter, auch vor allem nichts gekauft. Das muss ich jetzt probieren. Das muss ich probieren. Und so weiter. Und wir haben natürlich einen Kern auch in der Olive, immer noch drin, der die Bitterstoffe auch weiterleitet. Die schmeckt auch richtig bitter. Ja, da ist nichts passiert. Weißt du, viele kennen nur Oliven ohne Kern. Diese süßen Oliven, die fertig schon mundreif sind, wo sie dann einfach so reinhauen können. Ne? Und das ist eigentlich schon... Die sind richtig geschmacksintensiv und eine leichte Schärfe auch. Kann sein. Ja, weil wir auch, zum Beispiel, wir haben verschiedene Methoden, die einzulegen. Hier wurden jetzt, die wurden jetzt auch in, war Chili drin auch. Mm. Zitrone, Lorbeer, Fenchel kommt da rein. Und da war natürlich Chili, deshalb war sie scharf. Hier ist kein Chili drin. Okay. Und hier ist noch ein bisschen Essig drin. Super. Und die hier kannst du mir dann auch liefern, dass ich die im Online-Shop anbiete? Natürlich. Perfekt. Das heißt, dieses Öl, diese Oliven und du sagtest, das hier sind Rohkostoliven. Bei wie viel Grad werden die denn getrocknet? Wie funktioniert das, dass die Rohkost bleiben? Weil es gibt sehr wenige Anbieter für Rohkostoliven auf dem Markt. Wie macht ihr das? Wir lassen die nach Kundenwunsch, wie gesagt, am Baum trocknen und reifen. Ne? Und die trocknen dann von selber, die Oliven. Ne? Also aber das dauert halt natürlich. Deshalb gibt es nicht so viele auf dem Markt.
weil die meisten Oliven halt schwarz gefärbt werden. Ne? Ach so, die und, werden gefärbt. Weil das dauert ja zu lange, wenn die die halt dann bauen, dann dauert ja 3-4 Monate länger. Das ist wieder mehr Kosten, mehr Zeit, mehr Arbeitsaufwand. Und deshalb ernten die meisten die Oliven grün, färben die dann schwarz. Ein und dann hast du Farbstoffe, Konservierungsstoffe. Okay. Dann, du hast alles drin. Und bei uns reifen die einfach bis Januar, Februar, brauchen die manchmal noch am Baum mit der Sonne. Wir haben ja noch Sonne in Sizilien zum Glück. Ja, und dann ich trocken. Hab das hier ist jetzt nicht mal mit Salz, gell? Die da sind jetzt mit Salz, aber, so, aber die Rohkostoliven, die kann ich dir ohne Salz machen. Sehr gut, weil die hätte ich gerne ohne Salz. Genau. Weil ich habe die letzte probiert. Die sind aber halt gedörrt auf 20 Grad. Das macht's kein Problem. Also sie sind jetzt nicht, normal kann man sie auch auf 150 erhitzen, dann sind sie schneller. Weil die Erhitzung nach der Ernte mache ich jetzt bei den Oliven jetzt. Also ich störe die, ne? Im Backofen habe ich die gedörrt, weil dann entzieht es noch ein bisschen Wasser und dann sind sie auch besser haltbar. Verstehst du? Ich mache da noch ein bisschen Olivenöl drauf, ne, und rüttel die einmal durch und dann legt sich ein schöner Film um die Oliven und dann sind sie auch so haltbar. Ne? Sehr schön. Das heißt, du liebst die Frucht richtig, du liebst den Baum, du arbeitest sehr wertschätzend, sehr fürsorglich. Wer hat dir das gelernt? Ich habe mir das selber beigebracht, ja, und habe viel von älteren Leuten, die noch auch verschwunden sind mittlerweile, weil sie alle sterben, die alten Bauern. Ja, und es lohnt sich auch nicht. Die kann ich ja gar nicht finanzieren. Nee, wie machst du das überhaupt bis jetzt? Ja, bisher habe ich halt wegen meiner Leidenschaft und der Liebe zu diesen Bäumen und zu den Oliven, ne, ich bin ja selbst Künstler, ich bin gewohnt, mit wenig Geld auszukommen und so. Und ich baue da auch mein eigenes Essen an. Ich bin da ein bisschen autark, ne, cool, und kann so halt überleben, ne, und mache halt auch andere Tätigkeiten dann so, um jetzt ein bisschen Geld zu verdienen. Yeah. Aber ich würde mich halt wirklich freuen, wenn wir zusammen arbeiten können. Wir machen das. Wenn also ich wenn ich dich gefunden habe, bin ich wirklich froh, weil du das zu schätzen weißt. Ganz genau. Du wirklich jemand bist, der mitdenkt und das wird mich wirklich wahnsinnig freuen. Absolut. Und meine Freunde und Zuschauer zum Glück auch. Ich werde mir sowieso schon, du hast mir letztes Mal schon eine Flasche gegeben, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe noch nie so gut Olivenöl. Und zwar jetzt auch kein Chef, ich habe noch nie so gut Oliven gegessen. Es ist ganz frisch, es ist 3 Monate alt jetzt. Wir haben es im Dezember, Januar haben wir noch Olivenöl gepasst. Und wenn es aber in dieser dunklen Flasche auch ist, kann ich dann lagern oder passiert da was? Nee, also so in der dunklen Flasche kannst du es lagern, in der hellen Flasche muss es halt im Dunkeln auch immer stehen. Aber es ist auch besser in der dunklen Flasche, wenn man es im Dunkeln hat und kühl vor allem. Es darf nicht zu warm werden, also nicht Sonne oder Wärme aus, weil dann verliert das Öl seine Vitamine, Nährstoffe. Ganz genau. Also, wie bei allen Sachen. Ganz genau. Eigentlich, wenn man es mal ganz genau sind, Urs Hofstrasser, ein richtiger Ölspezialist, sagt, eigentlich ist Öl geronnenes, goldenes Sonnenlicht, wenn man es mal ganz genau nimmt. Und es gibt ja viele, die allgemein komplett gegen Öl sind, aber Öle haben eine sehr, sehr wichtige Funktion im menschlichen Körper. Omega-3-Fettsäuren sind ganz, ganz wichtig fürs Gehirn, aber schützen auch die Arterien, helfen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Todesursache Nummer 1. Also ganz zentral, sich mit diesen Ölen aufzufüllen. Ja? Besonders die Leute, die mittlerweile begriffen haben, wie wichtig eine ketogene Ernährung ist, werden das zu schätzen wissen. Und ich für meinen Teil, ich steig mir der, ihr könnt ja mal meinen Teller hier mal anschauen, da ist jetzt ein bisschen Buchweizen drüber, aber eigentlich wollte ich Mungbohnen drüber machen. Das ist jetzt so mein Sommeressen. Das heißt, ich bin jetzt weg von dem Mandelmus hin zu gesundem Olivenöl. Viel weniger, viel dezenter. Und dann sieht es so aus. Natürlich auch Granatapfelkerne dabei, ja. Das ist jetzt ein bisschen viel gemischt. Eigentlich mische ich gar nicht so viel. Nur heute habe ich mal Lust drauf gehabt. Und sowas, Leute, ist einfach das Nonplusultra. Weil, wenn ihr dadurch, sag ich mal, euer Essen ergänzt, dann wird euer Körper euch direkt die Signale geben. Hey, ich bin satt. Ich bin wach. Das Öl ist nicht schwer verdaulich, weil es ja keine Mineralöle oder sonstige Spuren enthält, sondern es ist sehr hochwertig und kann vom Körper sehr, sehr viel besser aufgenommen und verarbeitet werden. Ja? Also ich muss dir erstmal gratulieren, dass du das so eiskalt durchziehst. Danke. Trotz weniger Gewinne oder gar keine Gewinne, dass du es so aus Leidenschaft machst. Gar keinen Gewinn fast. Das ist brutal. Ganz in Ernst, ich finde es richtig großen Respekt von mir. Und ich glaube, ich bin mir sicher, einige Leute hat es so gefallen. Hast du vielleicht auch so kleine Probeflaschen, die du mir liefern kannst, falls für Skeptiker, die dann mal testen können auf der Zunge, wie das schmeckt? Natürlich. Wir können kleine Probeflaschen schon sowas hier abfüllen. Ne? Und super. Dann kann jeder, der hierher kommt, von deinen Kunden auch mal ein bisschen was probieren. Ganz und genau. Zuerst mal. Und auch den Unterschied schmecken. Ne? Das merkst du sofort, es ist ein bisschen fruchtiger, es ist ein bisschen, hat eine kleine, eine bittere Note, ganz kleinen Abschluss. Ne? Also ganz scharf. Ich habe Sizilien daraus geschmeckt. Ich war ja schon mal da und ich merke so, du schmeckst richtig das Land, die Leute, die Völker, die da leben. Das steckt alles hier drin. Alles wie alt sind deine Olivenbäume? Also ein großer Teil sind
erst 80, 90 Jahre alt. Sehr junge Bäume. Ja, genau. Und dann haben wir aber auch Bäume auf unserem Land, die sind mehrere hundert Jahre, 400, 500, 600, weiß keiner wie alt die sind. Die können auch 800 Jahre alt sein. Das sind so richtig dicke dann. Die haben so einen dicken Stamm. Ne? Ja. Wie viele Bäume hast du? Also die Plantage ist mein Vater, der ist in Rente gegangen, dann hat er sich diese Plantage gekauft auf Sizilien, war immer sein Traum und das sind 280 Bäume. Ja, und wie viel Öl kriegst du da raus? So? Also es ist unterschiedlich, manchmal ist die Ernte besser, manchmal schlechter, jedes zweite Jahr ruhen sich die Bäume auch ein bisschen aus, dann produzieren sie nicht volle Power, weißt du, und wir kriegen so, ich würde sagen, jedes zweite Jahr, wenn die Ernte richtig voll ist, haben wir so fast 2000 Liter Öl. Okay, und du hast mich eingeladen, dass ich da mal besuchen komme, mir mal die Anbaumethoden anschaue. Gerne. Ja? Dass wir auch mal ein bisschen da Urlaub machen. Urlaub machen, ich zeige euch die machen wir auf jeden Fall. Ich zeige euch die schönsten Strände. Machen wir auf jeden Fall. Und Leute, ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt begriffen, dass Öl nicht grundsätzlich schlecht ist und Öl von solcher Qualität eine Bereicherung für eure Küche sein kann und natürlich auch für euren Gaumen. Probiert's aus, Leute. Ihr seht, hier haben wir einen echten, ursprünglichen, echten, authentischen Mensch sitzen, der das selbst mit Handarbeit pflückt, bearbeitet und alle Produktionsschritte selbst überwacht. Kauft nicht mehr im Supermarkt Öl. Also ich kaufe gar kein Öl mehr im Supermarkt. Ich kaufe auch kein Kokosöl mehr. Ja, das sind alles Sachen, Leute. Erstmal, wie gesagt, das hier sind regionale Produkte. Ja, Oliven gibt es auch hier in Deutschland theoretisch. In Baden-Baden, glaube ich, gibt es. Ja, gibt es hier auch. Also das hier, das kennt unser Körper. Wir sind hier, sage ich mal, von den klimatischen Bedingungen ideal dazu geeignet, um sowas zu verdauen, zu verstoffwechseln. Und wenn dann Öl, entweder Leinöl direkt hier um die Ecke von einer kaltgepressten Mühle oder solches Öl, was auf traditionelle Weise hier um die Ecke hergestellt wird, oder? Ja, ja. Würde ich auch empfehlen. Ich würde euch gar nicht mehr empfehlen, im Supermarkt. Nein. Oder auch diese Bioöle. Nein, das sind alles Massenproduktionen. Selbst diese Bioöle, ich kenne mich aus, ich arbeite schon seit 12 Jahren in der Produktion, nicht um mein Öl jetzt zu verkaufen. Doch, sag die Wahrheit. Weil es die Wahrheit ist. Es ist einfach die Wahrheit, aber die haben halt viel bessere Werbung, die haben viel bessere Vertriebswege. Guck mal, wie kann es sein, dass ein Olivenöl in einem Bioladen das ganze Jahr vorrätig ist? Wie kann das sein? Wenn das geht gar nicht, dass du immer von dem gleichen Olivenöl oder von den gleichen Oliven immer genug hast, das ganze Jahr in ganz Deutschland für alle Menschen. Das geht gar nicht. Und dann, wenn es anfängt größer zu werden, Masse, dann wird die Qualität doch immer geringer. Und ich überwache alles selber und ich kann euch das hundertprozentig garantieren. Und dann noch der Labortest, und den wir dann noch zur Bestätigung machen lassen. Perfekt. Besser geht's eigentlich. Vielen Dank dir, mein Lieber. Du hast mir auch wieder einige neue Sachen beigebracht. Und besonders über diese kriminellen Hintergrundmachenschaften. Ich liebe ja sowas, diese Skandale, was da immer mit unseren Lebensmitteln passiert. Super Einblicke. Man merkt, du hast wirklich Plan von der Sache. Man merkt, man kann dir vertrauen. Man merkt, du machst aus Leidenschaft. Und ich sage gleich, du bist mein Mann für die Zukunft. Auch für den Laden hier werde ich dieses Oliven von dir kaufen. Freut mich. Ja. Freut mich damit. Leute, und checkt sein Rohkostessen ab, ist wirklich top. Oh ja, guckt euch mal diesen Teller an. Vor allem, dann werden wir jetzt noch ein bisschen Olivenöl drüber machen, bei mir sowieso. Genau, warte, ich mach mal noch Olivenöl drüber. Ach, klasse, ja komm. Oh wow. Darf ich davon einen Schluck trinken? Natürlich. Ja, komm, das kannst du pur trinken. Wow. Wie schmeckt's? Wirklich brutal. Ja. Krass. Und natürlich auch Gesicht. Haut, Haare. Natürlich, ich könnte das für die Körperpflege benutzen. Die Griechen haben das schon gemacht, die haben drin gebadet. Wir haben leider nicht so viel. Aber ich creme mich immer mit dem Olivenöl nach der Dusche ein und so. Und für die Haare auch und so. Ist wirklich super. Es zieht sie direkt ein. Die Haut bleibt nicht ölig, schmierig. Sondern bei gutem Öl zieht es direkt ein. Die Haut will das, weißt du, die braucht das. Ne? Die zieht das ein und dann ist das auch gut. Ne? Olivenonkel? Ja, danke. Leute, ihr findet das alle, die Produkte, von denen wir gerade gesprochen haben, unten im Shop verlinkt. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen, Leute, und ich hoffe, ihr kauft kein Öl mehr im Supermarkt. Und wenn ihr so eine Flasche kauft, geht vorsichtig, liebevoll damit um. Ihr seht, Leute, er hat das bis zur Produktion so behandelt, also auf gar keinen Fall erhitzen. Wenn ihr was Erhitztes damit essen wollt, erhitzt erst euer Essen. Ihr wisst, dass man auch in Wasser anbraten kann, gell? Bratet es in Wasser an, wenn ihr noch auf diesem Trip seid, ja. Und danach macht das Olivenöl dazu. Das ist viel zu hochwertig, um es zu verheizen. Genau. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Die Oliven und alles andere kriegt ihr auch. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr es probiert und bestellt und unter das Video mal schreibt, wie euer Genuss war, damit ich nicht immer der Einzige bin, der hier so tut, als wäre alles so gut. Danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Abonniert diesen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch. Und dir danke fürs Vorbeikommen, mein Lieber. Danke. Wir sehen uns bald auf Sizilien, Leute. Ich gehe auf jeden Fall dahin, weil Sizilien... Dann seht ihr mal die Plantage. Dann sehen wir uns hier mit Plantage an und dann werden wir mal sehen. Danke, mein Lieber. Hey, ich danke dir. Ciao, macht's gut. Es ist die Zeit, dich zu befreien. Sehr gut. Von deinem Leid. Es ist die Zeit.
dich